Bruder. Big Hit. Alter, kritischer Treffer, eine Natural 20 gerollt. Ich kriege jetzt seit 3 Tagen, glaube ich, dieses Video vorgeschlagen. Ich habe das nicht abgespielt, weil ich dachte, es ist KuchenTV sein Cousin. Ich habe die Nanoleafs gesehen, ich habe die Haare gesehen und dachte mir, what the fuck is going on? Das Video heißt Pflegekräfte exposed. Ich weiß nicht genau, worum es geht. Ich habe jetzt das 4. Mal eine Anfrage dazu bekommen, das zu gucken. Ich bin jetzt einfach gespannt, weil mich so oft zugespammt wurde mit dieser Scheiße. Let's go, Grüße nochmal an die Cousins, der Cousins. Pflegekräfte gehen im Nachtdienst live auf TikTok. Ja, was soll ich euch sagen? Es gibt heftige Neuigkeiten, die euch schockieren werden. Versprochen. Jetzt stellt euch einmal vor, ihr liegt im Krankenhaus. Ihr seid schwer krank. Ihr kämpft vielleicht sogar ums Überleben. Und da ist dann die eine Pflegekraft, die eure Gesundheitsdaten exposed. What? Die eure Gesundheitsdaten einer Weltöffentlichkeit beispielsweise auf TikTok präsentiert. Das ist die Exposed-Reihe, meine lieben Leute. Aber um euch thematisch einmal abzuholen, hier ein kleiner Rückblick von dem, was bereits passierte. In der Vergangenheit sind immer wieder Pflegekräfte auf TikTok live gegangen und haben sensible Patientendaten preisgegeben. Unter anderem ging es da um konkrete Diagnosen, Patientennamen und teilweise sogar durchgeführte Behandlungen und Operationen. All diese Pflegekräfte haben wir in der Vergangenheit exposed. Das heißt, wir haben sie den Arbeitgebern und sogar den Aufsichtsbehörden gemeldet und sind damit sogar in der Presse gelandet. Was? Holy shit, I didn't know. Mein letztes Video dazu hat hohe Wellen nicht nur bei den Krankenhäusern und bei den Aufsichtsbehörden, nein, sondern auch bei YouTube geschlagen. Denn unter anderem Alpha Kevin und Rezo reagierten auf mein Video. Hier ein paar Ausschnitte. Ich wusste ja, dass Menschen auf TikTok sehr, sehr weit gehen und vieles für Klicks und Aufmerksamkeit machen. Aber dass so wenig darüber nachgedacht wird, welche Konsequenzen es haben könnte, wenn man sich in Livestreams so äußert, das erreicht schon fast wieder eine neue Stufe. An der Stelle bin ich aber froh, dass es Menschen wie Kevin gibt, die ihre Reichweite dafür nutzen, um auf solche wichtigen Problematiken aufmerksam zu machen. Digga, was? Einfach Unterhaltungen mit Patienten? Adressen? Digga, das sind wirklich so Sachen, die machen sprachlos, weil es so dumm ist, ne? Also dieser Pfleger Kevin, der hat richtig viel eigenhändig ins Rollen gebracht, ne? Der hat richtig viel durch eigene Initiative. By the way, Kevin. geschafft, dass Leute was verändern. Das finde ich richtig strong. Chat sagt Sigma Kevin. Der Name Sigma Kevin ist eigentlich ganz nice, oder? Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, ihr erinnert euch an die Skandale. Danke übrigens an Rezo und an Alpha Kevin für die Reaktion, denn ich denke, diese Thematik muss einfach mehr Aufmerksamkeit bekommen. Es könnte ja unter Umständen auch deine Oma sein, die von dem Datenmissbrauch betroffen ist. Und das würdest du, glaube ich, nicht so geil finden, oder? Dass meine Aktion nicht jedem gefallen, vor allen Dingen nicht den Pflegekräften, die diese Daten exposed haben, war mir eigentlich klar. Eine Krankenschwester hat mich jedoch verklagt und wollte scheinbar Rache. What? Denn, kurzer Spoiler, sie hat nicht nur ihren Job verloren, sondern auch das Staatsexamen, also die Zulassung, und wird in Deutschland nicht mehr als Krankenschwester arbeiten können. Oh. Bruder. Big Hit. Alter, kritischer Treffer, eine Natural 20 gerollt. Eieieiei, Justice served. Da kommt die Konsequenz aber verzögert. Dafür habe ich ja hier sogar ein Schild eigentlich, ne? Es ist hier. Kritischer Treffer. Kritischer Treffer, Digga. Aber bevor das Video losgeht, Leute, erstmal herzlichen Dank für den kranken Support der letzten Wochen und Monate. Wenn euch das Video gefällt, lasst sehr gerne ein Like und ein Abo da, um auch in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Und jetzt viel Spaß beim Video. Aber jetzt schnallt euch erstmal an oder haltet euch fest, weil was in den letzten Wochen passiert ist, das ist einfach unfassbar. Ja, wie ich gerade angekündigt habe, bin ich durch meine Exposed-Videos mehr oder weniger vor Gericht gelandet. Das heißt, ich wurde verklagt. In diesem konkreten Fall ging es um einen TikTok-Livestream, in dem die Streamerin ganze Patientendaten und Patientenetiketten in die Kamera gehalten hat und die Patienten so einwandfrei zu identifizieren war. What?
What? Infolgedessen habe ich wie immer ein Exposed-Video über diese Person gemacht und sie dem Arbeitgeber und den Datenschutzbeauftragten gemeldet. Habe sie dabei jedoch 2 Sekunden unzensiert im Video gezeigt, scheinbar 2 Sekunden zu viel. Denn wenige Wochen später kam dieser Brief bei mir an, der mich ehrlicherweise ein bisschen schockiert hat. In diesem Schreiben des gegnerischen Anwalts ging es darum, dass ich angeblich unwahre Tatsachenbehauptungen aufstelle und in unzulässiger Weise das Bildnis der Streamerin benutzt habe. Ja, nach § 22 Kunsturhebergesetz ist das tatsächlich verboten. Ja, und was ist das bitte für eine Doppelmoral? Die Person hat sich selber aus freien Stücken entschieden, auf einer chinesischen Plattform live zu streamen und sich öffentlich selbst zur Schau zu stellen. Das kannst du dir eigentlich nicht ausdenken. Aber damit noch nicht genug, denn es geht noch weiter. Die Gegenseite schreibt, dass meine Beiträge gegen die Grundsätze einer identifizierenden Berichterstattung verstoßen. Außerdem lege kein Mindestbestand an Beweistatsachen vor und ich habe die Gegenseite nicht vorher um Stellungnahme gebeten. Holy, das ist so Anwaltsdeutsch. Aber im jetzt Folgenden wird's richtig ekelhaft. Angeblich versteht der sogenannte Durchschnittskonsument mein Video so, dass Daten von Patienten in diesem Stream geleakt worden sind oder aber in gut leserlicher Form vorgelegen hätten. Ganz kurz an die Durchschnittskonsumenten da draußen, alle, die das so verstanden haben. Ihr habt's richtig verstanden, weil genau so war es halt eben. Ja, uff. Lustigerweise gibt die Gegenseite sogar zu, dass es einen Livestream aus dem Krankenhaus gegeben hat, allerdings ohne erkennbare Patientendaten. Aber alleine, dass man zugibt, aus dem Nachtdienst heraus live zu streamen, das finde ich schon irgendwie sehr bedenklich, oder? Aber kommen wir zum Wesentlichen, und zwar zu den Kosten. Ja, die gegnerische Seite ruft dazu einen Gegenstandswert von 60.000 Euro auf. Klar, Digga. Auf Grundlage dessen berechnet sich mein Beitrag angeblich auf 2.150 Euro. Bisschen irritiert war ich allerdings von der Rechnung, die man da aufgestellt hat, denn peinlicherweise, wie ihr hier sehen könnt, hat man sich sogar vertippt. Grüße gehen raus an die gegnerische Anwaltskanzlei, also sich bei so einem Schreiben zu vertippen ist auf jeden Fall echt, ja, geil. Da ich mich natürlich auch verteidigen musste, brauchte ich auch einen Anwalt und ich kann euch kurz sagen, der war sicherlich auch nicht günstig. Ja. Und an diejenigen, die jetzt wieder meckern, warum und wie ich nicht rechtsschutzversichert sein kann, ich bin rechtsschutzversichert, allerdings nur privat rechtsschutzversichert. Und diese Art der Versicherung greifen bei Unterlassungsklagen einfach nicht. Ja. Das bringt dir nichts. Lange Rede, kurzer Sinn. Mein Anwalt hat, wie ihr hier sehen könnt, nochmal 1.500 schlanke Euro gekostet. Geil. Stören mich diese Kosten? Ja. Werde ich trotzdem weitermachen? Ja. Und was soll ich euch sagen, Leute? Im Grunde habe ich mit der Datenschutzthematik natürlich recht. Aber ich hätte die Person nicht unzensiert im Video zeigen dürfen. Mhm. Auch nicht nur 2 Sekunden. Und das sehe ich natürlich auch ein. Auch wenn ich diese Zahlung als sehr ungerecht empfinde. Ich wollte auf jeden Fall einen Gerichtsprozess verhindern, denn laut meinem Anwalt hätte die Schadenshöhe so durchaus mal 5-stellig werden können. Und das hätte ich mir schlicht und ergreifend einfach nicht leisten können. Als Reaktion darauf haben ganz viele meiner Follower geschrieben, dass ich einen GoFundMe-Link erstellen soll, in dem ihr mir ein bisschen Geld zur Unterstützung dalassen könnt. Ja, und ich war mir anfangs echt unsicher, weil ich aus der ganzen Sache natürlich keinen Profit schlagen will, aber auf der anderen Seite auch Kosten zu decken hatte. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe einen Spendenlink erstellt, wo ihr mich unterstützen konntet. Und Leute, was soll ich euch sagen? Im Verlauf kamen rund 2.000 Euro an Spenden rein. Ihr habt einfach 2/3 meiner Kosten getragen und dafür möchte ich euch an dieser Stelle vom Herzen danken. Übrigens, falls das Finanzamt zuguckt, ich weiß, dass es einkommensteuerpflichtig ist, wird alles gemacht, keine Sorge. Bruder, my man, you know! He knows! He fucking knows! Und ich habe ja im letzten Video schon gesagt, die Streamer, die können versuchen, mir Steine in den Weg zu schmeißen. Die können auch mich das ein oder andere Mal zahlen lassen. Aber an meiner Einstellung und an meiner Moral werdet ihr nichts ändern können. Und genau deshalb machen wir genau da weiter, wo wir aufgehört haben. Here we go again, würde ich sagen. Denn, liebe Freunde, was soll ich euch sagen? Es gibt direkt den nächsten Datenschutzskandal, der alles, was bisher geschah, einfach in den Schatten stellt. Hier die Zusammenfassung. Pflegekräfte missbrauchen Patientendaten auf TikTok. Und ihr könnt alles das, was bislang passiert ist, absolut vergessen, denn dieser Fall wird euch umhauen. Doch eins nach dem anderen. Was ist diesmal passiert? Vor wenigen Tagen hat diese Pflegekraft ein Vlog auf TikTok hochgeladen, von dem ich absolut sprachlos war. Dabei fing das Video, wie ihr hier sehen könnt, relativ harmlos an. Sie kommt bei der Klinik an, macht sich fertig, aber was dann passierte, das ist einfach Wahnsinn. In den darauffolgenden Szenen zeigte die Pflegekraft unter anderem dieses
Protokoll, ein Insulin- und Blutzuckerschema, was einwandfrei einem Patienten zugeordnet werden konnte und sogar die ganze Patientenübergabeliste. Ja, und darauf zu sehen ist einfach alles. Der Patientenname, die Diagnose, tagesaktuelle Vitalzeichen und sogar der medizinische Fachbereich. Ja, und da das nicht reicht, Patientenfallnummer und Geburtstag zur einwandfreien Zuordnung noch gratis dazu. What the fuck, Digga? What the fuck? Und wenn ihr jetzt denkt, das war's schon. Nein, in einem weiteren Ausschnitt sieht man ein Patientenetikett, was man einer Dame auf dem Übergabeprotokoll einwandfrei zuordnen konnte. Ja, also weiß ich jetzt sogar, wo sie wohnt und bei welcher Krankenkasse sie versichert ist. Ja, und was soll ich sagen, ihr kennt mich. Ich habe eine E-Mail an das Krankenhaus, an den Datenschutzbeauftragten und an das Gesundheitsamt der Stadt geschickt. Ja, und wenige Stunden später bekam ich eine Anfrage von dem Gesundheitsamt mit der Bitte um Rückruf. Ja, und natürlich habe ich zurückgerufen und der Dame am Telefon erklärt, was eigentlich passiert ist, aber mit der Antwort habe ich absolut nicht gerechnet. Angeblich wäre alles gar nicht so schlimm, ich sollte mal die Kirche im Dorf lassen und nicht so übertreiben. Ja, und da ich mir das nicht gefallen lasse, werde ich definitiv noch einen Schritt weiter gehen. Und das müsst ihr euch... Die Datenschutzbeauftragte hat gesagt, Brudi, lass mal die Kirche im Dorf, die Frau, naja, was soll's? Ey, komm, einfach, ich hab einfach keinen Bock mehr. Das Gesundheitsamt war da? Also. Angeblich wäre eigentlich von dem Gesundheitsamt. Vom Gesundheitsamt, okay, never mind. Geburtstag und Name, da könnte man ja die Person einwandfrei identifizieren. Nein, gleich noch die ganze Adresse, Krankenkasse, alles. Alter! Und zu diesem Fall gibt es bereits ein Update, denn das Krankenhaus hat mir geantwortet. In der Antwort heißt es unter anderem, zunächst möchten wir uns sehr für die Information über das besagte TikTok-Video bedanken. Wir sind entsetzt, dass so etwas den Weg in die sozialen Medien gefunden hat. Wir haben den Sachverhalt umgehend geprüft und alle notwendigen Maßnahmen ergriffen. Ja, und welche Maßnahmen das sind, erklärt man im Folgenden. Die Praktikantin wurde sofort aufgefordert, das Video zu löschen. Weiterhin wurde das Dienstverhältnis der Praktikantin umgehend aufgelöst. Es geht also wieder kritischer Treffer. Eine Meldung an die Aufsichtsbehörde der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland ist nach Rückkopplung mit unserem Datenschutzbeauftragten erfolgt. Weiterhin werden wir alle betroffenen Patienten informieren und ihnen den Beschwerdeweg öffnen. Und an diejenigen, die jetzt denken, das wäre komplett übertrieben. Nein, es geht hier um schwerst, zum Teil todkranke Menschen. Das ist die einzige und alternativlos richtige Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Und ich kann euch eins sagen, das war noch nicht alles. He's doing God's work, Alter. He's doing God's work. Bless him. Infolge meines Videos haben sich ganz viele weitere Mitarbeiter aus der besagten Klinik bei mir gemeldet und über weitere Datenschutzskandale berichtet. Unter anderem postete ein Pflegeschüler im dritten Ausbildungsjahr dieses Bild ebenfalls von einem Übergabeprotokoll. Das perfide an der Sache ist, dass hier unter anderem ein Patient aufgeführt ist, der palliativ behandelt worden ist. Das heißt, wahrscheinlich inzwischen schon gar nicht mehr lebt. Und wie schamlos muss man bitte sein, diese Information potenziell hunderttausenden Menschen zur Verfügung zu stellen? Also ging das Spiel von vorne los. Ich habe wieder eine E-Mail an das Krankenhaus, an den MDK in Sachsen-Anhalt und an alle zuständigen weiteren Behörden geschrieben. Ja, und Leute, da ich mich nicht veräppeln lasse und das Gesundheitsamt mich beim letzten Mal nicht ernst genommen hat, habe ich diesmal sogar auch der Mitteldeutschen Zeitung geschrieben, der größten lokalen Presse aus diesem Ort, und habe ihnen mal erzählt, was in diesem Krankenhaus alles so vor sich geht. Und dabei sind die Abgründe auf TikTok aus dieser Branche immer und immer tiefer. Ich sehe weiterhin jeden Nachtdienst irgendwelche Pflegekräfte, die live auf TikTok streamen. Ja, und inzwischen werde ich sogar unter Livestreams markiert, wo Ärzte ganze Operationen während des Livestreams durchführen. Wie ekelhaft ist das? Seit Jahren steht der Pflegeberuf negativ in der Presse und das wegen der schlechten Arbeitsbedingungen, wegen Personalmangel und maroder Krankenhäuser. Genau in diese Welt gehen die TikTok-Livestreamer und exposen zusätzlich noch Patientendaten. Ekelhaft. Und ihr könnt euch zu 1000% sicher sein, dass ich alles daran setze, diesem Trend endgültig ein Ende zu setzen. Mit diesen Worten verabschiede ich mich für heute. Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Also sehr, sehr krass. Holy moly, Alter. Sehr, sehr krass. Ey, das ist ja nicht, also das ist ja wirklich nicht, das geht ja nicht. Also es geht ja einfach nicht. Du kannst ja nicht einfach... Solche sensiblen, das sollte ja klar sein, oder? Das sollte doch für jeden klar sein. Man sollte meinen, dass das für jeden klar ist. Jeder da draußen sollte verstehen, hey, so und so sieht's aus. Ich habe
ich habe mit solchen Daten nicht im Internet rumzuwerfen, von schon gar nicht auf so einer chinesischen Plattform wie TikTok. Also ich meine, das wäre auf jedem Social Media Konto, auf jeder Plattform wäre das ja katastrophal, aber auf TikTok ist es echt schon, Alter, wir brauchen mehr Medienkompetenz, ne? Wir brauchen noch mehr Medienkompetenz. Die Leute müssen wissen, nichts, was das Internet berührt, wird wahrscheinlich ohne Probleme wieder zu löschen sein und auf ewig dort zu finden. Es ist unweigerlich die Konsequenz dieses Handelns. Wenn du etwas auf TikTok ballerst, wenn du etwas auf YouTube ballerst, wenn du irgendwas wohin ballerst, kann sein, dass es für immer da ist. Es kann sein, dass es für immer da ist. Das ist, und mit höherer Wahrscheinlichkeit ist es dann für immer da. Besonders schade, weil das Segment der Pflegekräfte, wie er schon meinte, echt todesüberlastet ist. Super viele Leute werden gebraucht und dann gibt es so ein paar verstrahlte Leute, die dann nochmal so einen sehr, sehr ekelhaften Beigeschmack in die Branche tragen. So, es ist nicht, also das ist doch nicht, das ist doch unglücklich einfach. Sehr unglücklich, Mann. Er hat jetzt natürlich nicht gesagt, was mit seiner Unterlassungsklage ist und wie er da wieder weiter mit vorgegangen wird. Also, I don't know. Heftiger Fall. Heftiger Fall.